Yeah, der Frühling ist da und passend zur Jahreszeit präsentiere ich dir drei super schöne, frühlingshafte und sommerliche Tücher. Es geht los mit diesem wundervollen Tuch aus der Soft Lino von Lenonore. Es ist ein klassisches Dreieckstuch. Ich zeige dir das gleich nochmal in Großaufnahme. Und ich fand diese Soft Lino einfach so toll, weil sie sich sehr, sehr weich anfühlt und in der Mitte den Leinenfaden hat und außen mit Baumwolle quasi so umwickelt ist. Und somit hat dieses Tuch und auch diese Wolle nicht so diese super klassisch harte Haptik von Leinen, sondern es ist viel, viel weicher. Aber du hast natürlich die wundervollen Eigenschaften von dem Leinen. Und ich finde auch jetzt, wo ich das so anhabe, ich kann mir dieses Tuch auch super gut für den Hochsommer oder vor allem das Material super gut auch für den Hochsommer vorstellen, weil es total kühlend ist. Das heißt, du könntest dir darauf wundervolle Oberteile erstellen, einfach weil das so super angenehm halt direkt auch auf der Haut ist. Jetzt aber zur Wolle. 50 Gramm, 135 Meter und 80% Leinen und 20% Baumwolle. Und ich habe das in diversen Farben. Und jetzt zeige ich dir erstmal das Tuch in Großaufnahme. Ich habe das Tuch jetzt nochmal anders umgelegt. Es ist einfach total schön. Du kannst es halt über den Rücken tragen, du kannst es hier vorne tragen, du kannst es auf ganz viele unterschiedliche Arten tragen. Ich mache auch gerne, da habe ich auch die Fotos gemacht, hier vorne noch so einen kleinen Knoten rein. Also ja, du kannst es einfach auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen tragen. Dieses Tuch ist aus 6 Knäuel der Soft Lino. Und du kannst natürlich alles aus einer Farbe machen oder du kannst das, so wie ich das hier mir ausgesucht habe, in Blockstreifen machen, in deinen Lieblingsfarben. Was ich dann gemacht habe, ich habe am Schluss nicht normal abgekettet, sondern ich habe mit der Häkelnadel abgekettet und habe dann hier noch so Mausezähnchen dran gehäkelt. Das fand ich irgendwie total schön und lockert das Tuch nochmal mehr auf, macht es nochmal verspielter, nochmal frühlingshafterer und nochmal sommerlicherer, finde ich. Und ich zeige dir das jetzt mal im Ganzen. Das Tuch ist wirklich richtig groß. Es ist ein klassisches Dreieckstuch. Also es geht ne, von der einen Seite bis zur anderen Seite. Und hier siehst du auch nochmal die wunderschöne Mäuszähnchenkante. Und oben hat es die gerade Kante. Und hier sind die unterschiedlichen Farben. Und dann hier nochmal die andere Seite. Und ich lege es nochmal so um. Es ist einfach, es ist wunderschön. Ich kann auch gleich nochmal aufstehen. Na, jetzt habe ich mich hier gerade total vertüdelt. So. Also es liegt dann halt auch hier wirklich schön und es ist wirklich groß. Und wenn du Lust hast, kannst du hier vorne halt noch sagen, ich mache hier nochmal ein bisschen so. Also. Und also es ist einfach super schön am Hals. Es ist wirklich super angenehm. Es fühlt sich richtig schön an und es kühlt halt auch. Und das kann ich mir halt einfach für einen Frühling und Sommer einfach super gut vorstellen. Dieses Tuch wird in der Mitte oben begonnen und wird dann, wächst dann quasi durch Zunahmen an den Seiten und halt in der Mitte. Das hier ist quasi dann, siehst du da halt natürlich die Zunahme. Und genau, und am Ende, wie gesagt, kannst du dir überlegen, ob du diese Mäusezähnchen dran machen möchtest oder nicht. Du kannst sie natürlich auch einfach weglassen. So, das war das erste Tuch. Jetzt kommen wir zum zweiten. Kommen wir zum nächsten Tuch. Es ist ein kleines halbrundes Tuch aus der Martinica bzw. aus der Puerto Rico. Das sind so wundervolle Farbverlaufsbobbel. Und es gibt die einmal in Baumwolle, in 100% Baumwolle, in den gleichen Farbverlauf und mit Leinen, Baumwolle und Viskose. Und in der Leinen-Viskose-Mischung sehen die hier so leicht meliert aus. Und ich habe das Tuch auch aus diesem Puerto Rico, also das ist das mit Leinen, gestrickt. Aber ich finde, es verliert sich total, sage ich mal, dieses Melierte, was man hier halt sieht, dann, wenn man es gestrickt hat. Das mit Baumwolle wird natürlich viel strahlender und aussagekräftiger, sage ich mal, oder ausdrucksstärker von den Farben. Die Farben kommen mit der Baumwolle einfach anders raus als bei der anderen Variante. Und somit ist für jeden Geschmack was dabei, ob man eher so Wow-Farben haben möchte oder sagt, ich stehe halt total auf 100% Baumwolle. Die ist halt auch super weich, also die ist super toll, lässt sich klasse verarbeiten. Oder wenn du sagst, nee, ich liebe halt dieses Leinen und von daher möchte ich mehr in die Leinen, Haptik gehen. Das ist jetzt aber auch nicht hart oder so, ne?
dann eignet sich das halt sehr gut. Ich zeige es dir nochmal. Also es ist wirklich ein kleines halbrundes Tuch. Wenn du das größer haben möchtest, dann müsstest du halt zwei Bobbel nehmen. Ich zeige es dir mal. Und wie alle meine halbrunden Tücher haben die hier so, ich versuche das mal zu zeigen, so drei Abschnitte. Einmal halt ein Kraus-Rechts-Abschnitt, eins rechts, eins links und dann halt zwei rechts, zwei links. Und hier ist es das erste Mal, dass ich dann diese Kante auch abgehäkelt habe und Mausezähnchen dran gemacht habe. Das finde ich, wirkt auch nochmal richtig cool. Ich zeige dir das nochmal. So, also ich finde, das macht einfach am Rand nochmal echt was her. Und was ich dann auch gemacht habe, ich gesagt habe, da fehlt noch was, was noch sommerlicher ist. Da habe ich dann ganz unten, habe ich so einen Glitzer-Paillettenfaden mit durchgenommen, der so Regenbogenpailletten hat. Und das Spannende ist, bei jeder Farbe, also auch wenn man jetzt diese hier nimmt, passt sich das total an. Also ich finde, es ist nicht übertrieben, es ist einfach nur ganz nett, so, ja, sag ich mal, so ein Hingucker, so, hä, hat da nicht gerade was geglitzert, aber das ist nicht so mega auffällig und mega aufdringlich, sondern es ist so ganz leicht und wenn man sich bewegt, merkt man das. Was ich jetzt auch schon öfter gehört habe im Laden, wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist oder am Strand ist und dann irgendwie los muss, irgendwas holen, dann kann man sich den natürlich auch super gut um die Hüften schwingen, sag ich mal, und den kann man dann natürlich auch noch ein bisschen größer machen. Dann kann man das sogar auch ja, auf andere Arten und Weisen, so als Wickelrock zum Beispiel auch tragen. Also für diese Halbrundtücher gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten und das hier ist ein Modegarn. Das heißt, wenn die weg sind, sind sie weg. Und es ist wie immer, dass ich die Farbe, die ich angestrickt habe, dass die natürlich super gut geht. Und ich meine, aktuell habe ich auch nur noch einen Bobbel von der Farbe. Ich habe die Farbe allerdings noch in 100% Baumwolle. Und auch andere Farben wären schon ziemlich knapp. Das heißt also, wenn du aus der Martinica oder Puerto Rico dir irgendwas Schönes machen möchtest, sei es jetzt ein Oberteil, ein Tuch, ein Wickelrock, was auch immer, dann solltest du nicht mehr allzu lange warten, denn ich kann sie nicht nachbestellen, die Bobbel. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Und jetzt kommen wir zum dritten Tuch. Und zum Schluss habe ich dieses wundervolle Tuch aus den Mondrian-Bobbeln. Und ich liebe diese Mondrian-Bobbel. A, weil ich sie immer nachbestellen kann. Und B, weil die so super tolle, kräftige Farben haben. Die anderen Bobbel von Lana Gatto, die Martinica und Puerto Rico, die ich dir eben gezeigt habe, die sind teilweise so pastellig und zart und so. Und die Mondrian-Bobbel, die haben richtig Farbe. Und ich finde, die kann man auch das ganze Jahr über verstricken. Man kann natürlich nicht nur Tücher machen, wie dieses klassische Dreieckstuch, sondern man kann natürlich auch Oberteile machen und so weiter. Also da kannst du dich komplett austoben. Ich habe auch schon ein anderes kleines halbrundes Tuch draus gestrickt. Sie lässt sich super verstricken. Ich liebe sie wirklich. Und sie ist aus Baumwolle und Hanf, mal was ganz anderes. Und dieses klassische Dreieckstuch ist mit so einem schiefen, schrägen Farbverlauf und aus drei Mondrian-Bobbeln. Ich zeige dir das mal. So wird es dann getragen und hat dann halt einfach diesen wundervollen Farbverlauf, der mich irgendwie so an Wellen, Meer, irgendwie auch Urlaub erinnert. Also ich mag die Farbe wirklich super, super gerne. Aber es gibt noch sechs oder insgesamt sechs andere wundervolle Farben. Und zwei, wie gesagt, haben wir jetzt schon angestrickt und du kannst es dir zeigen, anschauen, die Musterteile und so würde es dann halt aussehen. Ja, wenn man es dann so trägt und du kannst halt vorne auch noch hier so einen Knoten reinmachen. Also es ist halt, wie du es tragen möchtest. Und das ist halt einfach, weil es ein bisschen, ich finde, es ist ein bisschen dicker, wärmt das auch irgendwie ein bisschen mehr. Also das ist jetzt nicht so ein super mega leichtes Frühlings-Sommer-Geschichtchen, wie zum Beispiel jetzt die Martinica und Puerto Rico Bobble, sondern die sind, ist halt ein bisschen wärmer, finde ich. Fühlt sich halt auch ein bisschen wärmer an. Und genau, also hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und vor allem, wenn jetzt deine Lieblingsfarbe weg sein sollte, schreib mich an, ruf mich an, dann bestelle ich dir super gerne Nachschub. Und dann ist das meistens so binnen einer Woche so bei mir. Also von daher, hier können wir uns total austoben. Von daher, ich überlege auch, ob ich da noch ein Sommeroberteil draus designe. Mal gucken. Ja, und jetzt hast du die Qual der Wahl, was du dir gerne für ein frühlingssommerliches Tuch stricken möchtest, ob du das erste nehmen möchtest aus der Soft Lino.
oder ein Heilbronus aus der Puerto Rico oder Martinica oder ein klassisches Dreieckstuch, was auch super für Anfänger geeignet ist, aus der Martinica. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, nimm auch gerne zwei oder drei Stricksets und such dir dann da deine Lieblingsfarben aus. Ich freue mich total auf deine Bestellung.